Hallo Mike, schön, dass du bei uns bist. Ist auch sicher angenehm, jetzt hier zu sitzen. Letzte Woche gab es einen 4-0 Heimsieg zum Auftakt gegen den SV Meppen. Besser hättet ihr nicht ins neue Jahr starten können, oder? Da gebe ich dir recht, ja. War ein super Start. 4-0 Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten. Meppen hat, glaube ich, davor in den letzten 8 Spielen 7 Siege eingefahren. Von daher wussten wir, dass wir eine schwere Aufgabe vor uns haben und ja, besser hätte es nicht laufen können. Wie du sagst, Meppen hatte nicht nur eine gute Serie, sie sind auch ein direkter Konkurrent, wenn es darum geht, sich jetzt an der Tabellenspitze ein bisschen festzuspielen. Dann gab es am Montag noch Schützenhilfe von BVB 2. Die haben gegen Waldhof Mannheim gewonnen, sodass ihr jetzt tatsächlich in die englische Woche auf Tabellenplatz 2 startet. Welche Rolle spielt dieser Tabellenplatz für euch? Ja, aktuell spielt es gar keine Rolle. Man nimmt das gerne mit und schaut natürlich auch immer wieder mal drauf, aber wir haben 21 Spieltage gespielt und dafür können wir uns noch lange nichts kaufen. Wissen, dass wir eine gute Ausgangssituation haben, aber die Tabelle ist sehr, sehr eng. Braunschweig und Osnabrück haben noch Nachholspiele und von daher wissen wir das schon einzuordnen, aber natürlich der Moment, um da drauf zu schauen, ist aktuell natürlich schön. Ja. Klingt trotzdem bei dir alles sehr bescheiden. Im Umfeld kann man auch absolut nachvollziehen, sieht es ein bisschen anders aus. Die Fans sind sehr euphorisch. Das ist auch Balsam für die Fanseele jetzt, die Serie, die ihr hingelegt habt. Was macht ihr denn genau, um trotzdem auf dem Boden zu bleiben? Ja, hört sich zwar blöd an, aber der Trainer hat es, glaube ich, oft genug gesagt, ne? Wir schauen, dass wir von Spiel zu Spiel unsere Leistung auf den Platz kriegen, unsere Mentalität, unser Teamgeist, der sicherlich sehr, sehr ausgeprägt ist in der letzten Zeit. Das sieht, glaube ich, jeder, der uns spielen sieht. Und ja, wir gehen jedes Spiel so an, als ob es ein Endspiel wäre. Und damit fahren wir ganz gut. Und ich glaube auch, dass unser Trainerteam und alle Jungs, die bei uns sind, sich gegenseitig immer wieder ein bisschen runterholen. Wir wissen, dass wir uns davon nichts kaufen können und deshalb gibt es keinen Grund, irgendwie abzuheben oder sonst was anfangen zu träumen. Das brauchen wir nicht. Wir tun gut daran, so wie die letzten Wochen, einfach so weiterzumachen. Wir haben es schon kurz thematisiert. Jetzt steht eine englische Woche an, die ja auch so eine Tabelle gerne mal gut durcheinander wirbeln kann. Ist es dann ein Vorteil für euch, um den Platz zu festigen in der oberen Tabellenregion, dass ihr jetzt zwei Heimspiele habt? Ja, zu Hause, glaube ich, haben wir sehr, sehr gute Leistungen gebracht in den letzten Wochen oder Monaten bis aufs Würzburg-Spiel. Von daher denke ich schon, dass wir zu Hause immer einen kleinen Vorteil haben, auch wenn jetzt nicht ganz so viele Leute reinkommen dürfen, was sehr schade ist. Aber klar, in der englischen Woche zwei Heimspiele zu haben, auch keine Reisen zu haben, außer jetzt in München, aber nur eine anstatt zwei, ist sicherlich ein Vorteil für uns, ja. Du sagst das schon, die aktuelle Corona-Lage macht es schwierig für einen Fan dabei zu sein gegen Viktoria Berlin. Darf jetzt zumindest ein ganz kleiner Teil wieder ins Stadion kommen? Welche Rolle spielt das für euch und auch generell die Fans jetzt für die nächsten Spiele? Ja, es ist sehr, sehr schade, dass sie nicht da sein dürfen. Ich glaube, das hat das Ende der Hinrunde gezeigt, was hier zu Hause möglich ist mit den Leuten im Rücken. Wir hoffen, dass wir eine gute Ausgangssituation haben, wenn die Zuschauer wieder zurückkommen dürfen, dann auch mehr Zuschauer zurückkommen dürfen, dass wir in einer guten Position stehen und die Leute wieder ja, mehrfach kommen. Auch wenn die Leute jetzt fehlen werden oder zumindest nicht in der Fülle da sind, in der sie es jetzt sicherlich normalerweise wären, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen mit dem Hinspiel im Hinterkopf. Es ist sowieso genug Motivation für euch, auf den Platz zu gehen, oder? Ja, das Hinspiel haben wir sicherlich noch im Kopf. Das war dritter Spieltag 4-0 verloren. Sicherlich Motivation für uns, aber ich glaube, unabhängig vom Hinspiel, da willst du natürlich immer was gut machen. Aber ich glaube, dass wir in der Position, in der wir gerade stehen, genug Motivation haben, weiter da uns oben festzubeißen. Und deshalb wollen wir unbedingt Samstag das Spiel gewinnen. Und das würde dann auch bedeuten, dass wir uns ein bisschen eine Revanche gemacht haben fürs Hinspiel. Wie du gesagt hast, das war erst der dritte Spieltag. Wenn man jetzt auf die Saison zurückblickt, bisher und jetzt an dem Punkt angekommen ist, kann man beide Mannschaften, sowohl euch als auch Viktoria Berlin, überhaupt noch mit den Mannschaften vergleichen, die da im Hinspiel auf dem Platz standen? Berlin ist ja auch mit einer Wahnsinnseuphorie als Aufsteiger gestartet und zu Beginn eine super Serie hingelegt. Hat sich das vielleicht auch ein bisschen gelegt bei denen?
Ja, du sagst es, die haben einen sehr, sehr guten Start gehabt als Aufsteiger. Ich habe in Köln bei Viktoria auch das erleben dürfen, dass wir als Aufsteiger sehr, sehr gut gestartet sind. Auf die Dauer der Saison ist es dann immer ein bisschen schwieriger, aber ich glaube trotzdem, dass Viktoria Berlin sehr, sehr mutig ist, sehr, sehr viel Pressing spielt, sehr aggressiv ist und ich glaube, dass das immer noch die gleiche Mannschaft ist. Bei uns hat sich sehr viel geändert, glaube ich. Unsere Mannschaft ist definitiv nicht mehr damit zu vergleichen, was am dritten Spieltag da los war. Also, das sind schon Welten, die dazwischen liegen, gerade was bei uns angeht. Ich glaube, Berlin spielt ihr Ding ganz, ganz konsequent runter, aber bei uns ist einiges passiert und das ist nicht mehr die Mannschaft vom dritten Spieltag, definitiv. Das, was passiert ist, hat man gemerkt, so kann es auch gerne weitergehen. Wir haben es gesagt, nach der englischen Woche kann das Tabellenbild ganz anders aussehen. Ist euer klares Ziel 9 Punkte? Unser klares Ziel ist erstmal am Samstag 3 Punkte zu holen und dann schauen wir weiter. Ich bin kein Freund davon zu sagen, jetzt in der englischen Woche, klar, willst du immer das Maximum erreichen, aber wir schauen auf Samstag, wollen das Heimspiel gewinnen und dann gucken wir weiter. Viel Erfolg und danke dir. Dankeschön.